Hallo und herzlich willkommen zurück zur Sims 4 Full House Challenge. Nein, hör doch nicht auf! Hör doch nicht auf! Oh, jetzt müssen wir den nächsten herholen. Wo sind die denn alle? Wir fangen mal mit dir an. Halt, wir müssen dabei selber erstmal kurz trainieren. Training. So. Claudio. Nicht nur zu Liegestützen machen. Die stinkt. Was ist mit Victor? Die hat gerade Sport gemacht. Lucien. Ja, das ist gut. Der kommt jetzt hoch und läuft. Nein, 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 nein. Du gehst auf jeden Fall nicht schlafen. Du darfst ihn jetzt unterrichten. Was ist das für ein Fleck? Unterrichten. Warum geht denn die Fähigkeit nicht nach oben? Ach, das ist bestimmt Charisma, oder? Einheizen. Oder auch nicht. Okay, danach kann es aber echt... Sie steht auch daneben. Wow, es ist gerade voll geknallt. Er hat Sterne gesehen. Ich würde ja einen Krankenwagen rufen. Aber nein, wir sagen, komm, trainier weiter. Das machst du toll. Und dann wacht er morgen nicht mehr auf. So, dann geh mal schlafen, meine Liebe. So, für nächsten Tag nimmst du dir Urlaub? Oder hast du eh frei? Nein, hat sie nicht. Gut. Urlaubstag nehmen? Okay, mach das mal, bevor du schläfst. So. Okay. Du darfst jetzt ins Bett gehen und schlafen, genau. Dann wirst du die Toilette benutzen. Frisch eine Dusche nehmen. Darfst. Okay, wir warten mal. Wieso Abendessen? Frühstück oder nicht? Lunch? Wir haben Sonntag, 2 Uhr. Kochen. Also dieses Spiel. Vegetarischer Burrito mit Spinat. Würstchen und Bohnen. Zuckerfreier Karob-Kokoskuchen. Was zur Hölle? Was machst du hier? Das mal bitte. Und dann darfst du dich um den Garten kümmern. Bewässern. Den Käfer einsprühen. Claire ist wieder da. Müssen wir auch irgendwas jäten oder so? Da, jäten. Mal gucken, ob wir das schaffen, wie das hier aussieht, ne? Meine Fresse. So, ich würde jetzt aber gerne mal den Saunabereich einrichten. Ich meine, wir haben jetzt ja das Geld. So. Erstmal vergrößern. Ich würde es echt mal auf die Etagen stellen. Ich glaube, das macht halt echt mehr Sinn. So, dafür brauche ich aber mal den Move Objects Sheet. Move Objects, nicht Plus. Move Objects Plus. Ich kann Sachen mit besonderer Komischkeit irgendwo hinstellen. So. Holen wir mal die andere. Das packen wir mal ein. Ein Station ist auch gut. Eine Etage höher. So. Jetzt verkaufen wir auch einfach. Das stellen wir jetzt mal hier draußen hin. Wir können ja mal Fähigkeiten da. Malerei. Wo haben wir sowas denn?
Da. So, dann stellen wir das hier so gescheit hin. Und dann haben wir hier unseren Malerbalkon. Wenn die Leute hier Bilder malen, wenn sie Bock haben. Und hier packen wir auch mal Lichter hin. Okay, hier sind schon Lichter. Machen wir hier auch mal welche hin. Übrigens ist das ja der Garten. So. Hier haben wir ja eh nichts mehr, wo die raus könnten, oder? Man könnte hier theoretisch, aber nee. Aber nein. Halt. Wir müssen ja noch. Okay, wir machen das jetzt doch so. Gibt es das hier noch in Gescheiter irgendwie? Nehmen wir mal das Schwarz. Wir brauchen jetzt nämlich noch Waschmittel. Waschmittel. Nicht Bügelbrett. Ist auch geil, ne? Haben wir noch ein hochwertigeres Waschmittel eigentlich? Unverzichtbares Regal. Der Wäschemarkt. Hm. Das passt eigentlich ganz süß hier hin, oder? So, kriegen wir das hier auch mit hin? Da drüber zumindest, so dann sieht das schon mal nicht schlecht aus. Wir könnten noch ein Regal machen, aber besser nicht. Ich wollte mal gucken, ob es besseres Waschmittel gibt, als das, was da oben ist. Oh, ein Vorratsdings. Ist auch geil. Ach, unten einfach im Keller noch einen Vorratsraum einrichten, hatte ich nochmal so als Idee. Was haben wir hier Geiles? Große dekorative Urne, auf jeden Fall. Okay. Packen wir das Waschmittel hier hin. So. Hier können wir mal das hier hinstellen. Wirf das Handtuchhalter. Habe ich auch immer. So, ich wollte ja eigentlich so einen geilen galvanischen Eimer noch mit hinzustellen. Kann man hier nochmal so ein Wäschedings hinstellen? Aber hier passt das schon gar nicht mehr so gut hin, alles, ne? Wobei wir den galvanischen Eimer hier bestimmt mit hinstellen können. Oh, das ist ja ein cooles Bügelbrett, was hier passt. So, das packen wir oben jetzt auch mal mit hin. Auch wenn das keiner braucht.
Unsere coole Wäscheecke. So. Jetzt können wir uns um die Sauna kümmern im Keller. Die ich ja eigentlich einrichten wollte. Sauna. So, dann holen wir uns doch noch mal so eine Tür hier. Nee, in weiß. Aber die kleinere finde ich schöner. So eine schicke Sauna. Jetzt müssen wir mal gucken. Beleuchtung. Wie wir das jetzt hier beleuchten. Was ist das denn Geiles, ey? Flip-Flop-Wandlampen. Ja, nee. Bestimmt. Der Leuchtestein. Hier, die Sauna. Das Ding ist auch cool. Wir nehmen mal diese Lampen. Und da kann man doch jetzt bestimmt noch schöne Bilder drunter hängen. Ich weiß, Bilder gehören nicht in die Sauna, aber egal. Der gedeckte Tisch. Wow, das Bild ist ja auch mega geil. Haben wir nicht irgendwo eine leere Wand, die noch bestückt werden muss? Hat das dann andere Bilder? Ja, hat es. Geil. Weg damit. Hammer, ey. Oh, ich sehe schon was. Das nächste hier. Ey, das ist ja mega. Ein Spiegeleibild. Ja, das passt hier noch. Moment. Ich muss, also da gibt es bestimmt auch unterschiedliche. Ich muss die woanders hinhängen. Scheiße, Mann. Wir sind bei Lilly gerade, ne? Ich Lilly die. Dann hängen wir die Trikots hier hinten hin. So, dann haben wir ja noch diese Typen hier. So. Wo kommen die jetzt hin? Hier hin. Geil. Geil, geil. So, Geld sinnvoll. Nehmen wir mal das. Hammer, ey. So, machen wir mal zwei Lampen. Dann machen wir die mal weg hier. Und ich würde gerne die Küche jetzt mal auskleiden hier. Aber mit denen. So.
Na, wobei ich hier machen wir mal diese. Diese halben, hätte ich jetzt peiner genannt, einfach. Sieht auch geil aus, einfach, ne? Man kann es ja zum Licht dran setzen machen. Dann sieht es so aus, als ob das dazugehört. Oder wir machen das so. Habe ich dich entscheiden? Na, so ist auch gut so. Ja, machen wir das mal so. Warum eigentlich auch nicht, ne? Oh, hier brauchen wir auch die hier. Das Weinbild, das passt da echt gut mit rein. Ach halt, ich brauche noch so ein Eckviech hier. Dann noch eine Dunstabzugshaube. Die könnten uns ja mal so einen vernünftigen Ofen hier, ne? Unkaputtbar. Herd von 1. Das passt nicht mehr, oh nein! Kann man das nach unten machen? Ah, so geht das. Es sieht gewollt aus, als ob das so eingearbeitet ist. Huch. Noch einen zweiten Geschirrspüler. Vielleicht machen wir die mal in schwarz. Ne, wir machen die auch in weiß. So. Geld sinnvoll verschwendet. So sieht das fast cooler aus, ne? So. Die Küche stinkt zwar wie sonst was, aber egal. Es passt auf jeden Fall rein. Unsere schöne Küchenerweiterung. Halt, wir müssen hier das Saunalicht, also das Licht hier noch rausmachen. Ihre Aktionsleiste ist voll. Naja, wir müssen ja eh gleich wechseln. So, steh mal auf. So, wir machen mal alles auf automatische Lichter, dann ist die Sauna auch nur an, wenn sie benutzt wird. So, und mit Olivia gucken wir dann gleich mal,
oder in der nächsten Folge, was wir so Schönes machen. Diese Musik, ne? Ja. Ach so, wir können ihr nochmal auswählen, dass sie hier aufräumen soll. Wegwerfen. Wegwerfen. Aufräumen. Jetzt kocht sie schon, ne? Mal gucken, wie gut das hier geht. So. Ich werde jetzt bei ihr noch schnell einstellen, bevor ich es vergesse, dass wir einen Urlaub mit ihr machen. So. Dann mach mal. Perfekt. Wie sie da steht, ey. Ich stehe auch regelmäßig so da. Naja. Für diese Folge sage ich dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit dann erstmal ciao und bis zum nächsten Part.